So, meine Damen und Herren, dann würde ich mal anfangen mit der heutigen Vorlesung. Ich begrüße Sie zur Statistik 3, wie wir das einfach nennen, der Einfachheit halber. Ich weiß gar nicht, ob ich mich letzte Woche für diesen schrecklichen Modulnamen bei Ihnen entschuldigt habe. Das hole ich sonst jetzt noch nach. Das sieht man, was passiert, wenn sehr viele Köchinnen und Köche versuchen, einen neuen Studiengang zu bauen. Da entscheidet dann jemand in letzter Minute, dass das Modul Jonas aber doch irgendwas mit Statistik auch noch im Namen haben sollte oder so. Auf jeden Fall kommen dann solche Zungenbrecher bei raus. Bei der nächsten Studiengangsordnung lasse ich das wieder umbenennen in Statistik 3. So, letzte Woche habe ich Sie versucht mitzunehmen in eine imaginäre Welt, wie der Kommilitone hier vorne auch auf seinem T-Shirt kundtut. Und wir haben über die Ladder of Causation gesprochen, die Judea Pearl vorschlägt. Kriegen wir das noch zusammen? Kriegen Sie das noch zusammen? Der hatte da so drei Stufen. Er hat gesagt, das ist so ein bisschen wie, also so behauptet er, das sind so verschiedene fast Gütelevels von kausaler Inferenz, also dem Schlussfolgern auf Ursachen. Welche drei waren denn das nochmal? Ja, gerne. Ich glaube, Seeing, Doing, Imagining. Seeing, Doing, Imagining, genau. Oder für Psychologinnen und Psychologen beobachten, messen, Assoziationen quantifizieren. Doing, was meint er damit? Vielleicht was manipulieren, ja? Das passt auch zu der Kausaldefinition, die wir kennengelernt haben letzte Woche, zu sagen, nur was ich wirklich manipulieren kann, darüber kann ich rausfinden, ob es eine Ursache ist. Und da werden wir heute auch noch viel drüber sprechen. Und dann sozusagen Pearls Behauptung, auf so einem obersten Level eigentlich Imagining. Vielleicht können wir was verstehen über Ursachen, wenn wir uns auch alternative Ausgänge, alternative Realitäten sozusagen überlegen. Und das machen wir heute eigentlich auch. Wir sind im Fahrplan immer noch in diesen ersten Sitzungen, wo ich, das ist auch das Experimentelle an diesem Modul, wo ich versuche mit Ihnen Grundlagen der kausalen Inferenz zu besprechen, ohne schon alle technischen Probleme, die damit einhergehen, auch zu besprechen. Sprich, natürlich sprechen wir dieses Modul auch noch über das Durchführen von Analysen sehr viel und das wird dann sehr viel mit im weitesten Sinne Regressionsanalysen und ihren Verwandten zu tun haben. Aber das machen wir eben nachgeordnet und machen erstmal diese kausale Inferenz. Und deshalb wird es heute auch ein bisschen, ja, wieder ein bisschen fremdartig vielleicht, ein bisschen verrückt. Wir hören von zwei alten weißen Männern, allerdings der ganz sympathischen Sorte, von Donald Rubin und seinem Potential Outcomes Framework. Manchmal auch als Rubin Causal Model bezeichnet. Das ist im Prinzip das Gleiche. Und dann ein ihm freundschaftlich verbundener, aber wirklich aus einer ganz anderen Ecke, nämlich auch nicht aus den Sozialwissenschaften, sondern eigentlich aus der Computer Science, aus der Informatik kommender Ansatz von Judea Pearl. Und zwar jener, man könnte sagen, das ist ein grafischer Ansatz zum Aufklären von Kausalität. Die Graphentheorie ist eine ganz eigene mathematische Richtung, wird auch hier an unserer Uni sehr, sehr viel betrieben. Und aus der Graphentheorie kommend gibt Pearl Antworten eigentlich für dasselbe Problem, nämlich was können wir über Ursachen unserer Beobachtungen wissen. Es ist also heute ein bisschen experimentell. Sagen wir mal, stehen Sie mir bei, wenn ich auch irgendwo mal ein bisschen kurzzeitig Gemüse rede, weil das Potential Outcomes habe ich jetzt auch noch nie gelehrt, kann ich Ihnen gerne sagen. Das ist Premiere heute. Wir nehmen es auch gleich auf, damit die Nervosität noch ein bisschen steigt. Also es geht auch jetzt gleich alles direkt aufs Video, was ich behaupte. Also fangen wir an mit den Potential Outcomes von Donald Rubin. Sie hören natürlich in diesem Wort Potential Outcomes schon die Idee so eines What-Ifs. Was wäre denn, wenn? Ja? Die Grundidee ist eigentlich eine ganz simple. Wir sprechen heute auch eigentlich fast nur über binäre Ursachen und über binäre Outcomes. Also so ein bisschen das, was wir letzte Woche mal in so eine Vier-Felder-Tafel reinschreiben konnten. Darauf können wir uns heute eigentlich für die ganze Sitzung mal einlassen. Die Grundidee ist also, es gibt eine binäre Ursache mit ebenfalls zwei Zuständen. Wir könnten für unsere Zwecke sagen, die Behandlung wird gleich entweder mit dem Medikament erfolgen oder mit einer Kontrollsubstanz oder einem Placebo. Ja? So zwei Zustände. Entsprechend gibt es eine Ergebnisvariable oder man könnte auch sagen ein Paar von Ergebnisvariablen, nämlich das nennen wir Y1. Das ist dann, was rauskommt
was rauskommen kann, und y0, was auch rauskommen kann. Das heißt, die Outcome-Variable ist auch einfach zweistufig. Sagen wir mal geheilt, nicht geheilt. Und dann haben wir quasi noch ganz wichtig eine Art Expositionsvariable, und das nennt man oft D. Man könnte es auch T nennen für Treatment, das heißt aber in sehr vielen Lehrbüchern D. Zum Teil lässt sich das dadurch erklären, dass D, wie Sie vielleicht wissen, in Regressionsanalysen oft auch für Dummy steht. Also was ist eine Dummy-Variable nochmal? Eine Dummy-Variable ist so eine Indikator-Variable, die auch immer zwei Zustände anzeigt, also 0 oder 1. Und deshalb bedienen sich viele Autorinnen und Autoren dieses Ds. Also, und dieses D kann jetzt also 1 werden für diejenigen Mitglieder der Population, die das Treatment bekommen. Aber es könnte natürlich auch 0 sein, damit würden wir anzeigen, dass ein paar Mitglieder der Population eben in der Kontrollbedingung waren. Und damit haben wir eigentlich schon aufgetischt, was wir brauchen für die sogenannten Potential Outcomes. Nämlich, jetzt wird es spannend, ob eine Probandin I, die an unserer Studie teilnimmt, ob die jetzt dem einen oder dem anderen kausalen Zustand ausgesetzt wird, das muss natürlich noch determiniert werden. Wie kann man das determinieren? In der wirklichen Welt ist es sehr oft so, dass die Probandinnen und Probanden uns nicht fragen, ob sie ein Medikament nehmen sollen oder nicht, sondern die setzen sich selber sozusagen kausalen Faktoren eben aus. Die behandeln sich sozusagen selbst mit einer Aspirin oder eben nicht. Das ist ihnen völlig freigestellt. Dann gibt es auch natürlich Zustände dieser Kausalvariable, auf die eigentlich niemand so richtig einen Einfluss hat oder vielleicht die Gesellschaft oder der Arbeitgeber. Auf jeden Fall Dinge, die wir als Forscher auch nicht kontrollieren können, die dafür sorgen, dass ein Proband, eine Probandin in dem einen Treatment oder in der anderen Bedingung landet. Ja, in dem einen Kausalzustand oder in den anderen Kausalzustand ausgesetzt wird. Und letztlich, das kennen wir seit dem ersten Semester, man könnte natürlich auch eine zufällige Zuteilung zunehmen. Ja, so machen wir es ja gerne, wenn wir ein Experiment durchführen, dass wir sagen, wir würfeln die Probandinnen auf den linken Pfad oder auf den rechten Pfad. Und das sozusagen ein bisschen spielerische vielleicht, was hier anklingt, ist also diese Idee, dass natürlich die Folgen andere sein werden, je nachdem welchen Weg du nimmst, ob du D gleich 1, ob du das Treatment bekommst, oder D gleich 0, das Treatment nicht bekommst. Das wird dann gerne mit diesem legendären Gedicht von Robert Frost von etwa 1915 beleuchtet. Falls ihr mal Lust habt, in das Mastering Metrics reinzugucken von Josh Angrist oder in die YouTube-Videos, dort wird es sehr extrem benutzt als Idee, diese Idee, dass man also sozusagen an der Weggabelung jetzt steht und die Probandin geht den einen Pfad runter oder geht den anderen Pfad runter. Und in dem Gedicht von ihm heißt es dann eben auch so schön, two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler. Also ich bin ja nur ein Reisender, aber ich habe zwei Pfade, was soll ich tun? Dann entscheidet er sich eben in zwei Strophen, die ich hier mal auslasse, dafür, die eine Richtung zu gehen. Aber am Schluss sagt er eben, I took the one less traveled by and that has made all the difference. Also da sehen Sie nochmal den Anklang an das, was wir letzte Woche auch ein bisschen besprochen haben, wie unsere Lebenswege dann eben beeinflusst werden durch solche Kausalvariablen, die einfach einen Zustand 1 oder 0 annehmen. Wir brauchen jetzt noch ein bisschen mehr Notation, um uns dem ein bisschen technischer zu nähern. Wir haben gesagt, wir haben quasi zwei Zufallsvariablen, statistisch gesprochen, die diese möglichen Ausgänge, Outcomes für uns kodieren. Y1 oder Y0, also geheilt oder nicht geheilt. Und wir haben eine binäre Kausalvariable D, haben wir auch gesagt, die diese beiden States annehmen kann. Das heißt jetzt, wenn wir mal jetzt uns dem Individuum zuwenden, dieser einen Person, das können Sie selber sein, das kann Ihre Freundin sein, stellen Sie sich einfach, wenn da immer so ein Bild ist, ein Individuum mal vor. Dann gibt es für die sozusagen in Kleinbuchstaben, Entschuldigung, ich habe hier auch einen Pointer, der heute tut, genau. Dann gibt es in Kleinbuchstaben quasi für diese Person die Ausprägung klein d, also in welche Gruppe war sie jetzt, hat sie das Treatment bekommen oder nicht. Und dann, das ist sozusagen schon, wo sie anfangen können, sich am Kopf zu kratzen, es gibt für diese Person natürlich sozusagen auch eine Ausprägung, die sie hat, wenn sie das Treatment bekommt, und eine Ausprägung, einen Zustand, den sie dann im Ergebnis hat, wenn sie das Treatment nicht bekommt. Und da hören wir jetzt natürlich schon Potential Outcomes. Wir können zwar jetzt mal noch sagen, okay, ja, wir können Y1 beobachten, wenn die Probandin in der Treatment-Gruppe landet, und Y0, also diesen Wert, können wir beobachten, wenn die Probandin in der Kontrollgruppe landet.
Und das kann man sozusagen auch kompakt zusammenfassen. Man kann sagen, für die Probandin gibt es quasi so eine Art zusammengesetzte Variable y, die letztlich aus ihrem Treatment besteht. Dann verwirklicht sich, wenn das 1 ist, verwirklicht sich dieser Teil. Und wenn d 0 ist, dann verwirklicht sich dieser Teil. Man kann das einfach mal aufschreiben. Das wird auf Wikipedia gemacht, das wird in allen Lehrbüchern mal gemacht. Und bis zu dem Punkt denkst du immer noch, okay, ich denk mal mit, wir schreiben das einfach mal auf. Wir könnten sagen also, oder das nimmt das Potential Outcomes Framework ganz fest an, für jede Probandin und jeden Proband, der an unserer Studie teilnimmt, ich muss mich hier gleich entschuldigen, wir machen es jetzt doch so, dass y eine kontinuierliche Variable ist. Entschuldigung, also die Outcome-Variable ist eine kontinuierliche Variable. Die Behandlung ist natürlich binär, also entweder Treatment oder nicht, aber die Messung, um die es jetzt hier mal kurz in dem Beispiel nur 2-3 Slides lang geht, ist ein Blutdrucksenker. Also man kann schon sagen, eine Art Therapieerfolg, den man dann hier ablesen kann. Und wir tragen jetzt hier einfach tatsächlich in zwei Spalten ab, die, sagen wir ruhig an dieser Stelle mal die möglichen Outcomes für diesen Proband. Also der Joe, wenn der sozusagen, wenn er Treatment bekommt, das sehen Sie an diesem kleinen, an dieser kleinen 1 hier. Dass es um eine Person geht, sehen Sie an dem I, das ist sozusagen dafür. Das wird oft auch ein bisschen, finde ich, umständlicher geschrieben, dass der eine Index oben steht sozusagen und der andere unten. Ich habe mich für diese Schreibweise hier entschieden. Oft sehen Sie da auch ein U für Unit, Unit of Observation. Ich mache es einfach mal mit I, das ist uns, glaube ich, als Psychologinnen und Psychologen geläufiger. Also, das wäre, wenn Joe zum Beispiel den Blutdrucksenker bekommt. Das ist, wenn er ihn nicht bekommt. Macht intuitiv Sinn, oder? Sein Blutdruck ist höher, wenn er den Blutdrucksenker nicht bekommt, wenn er in dieser Bedingung ist. Für Joyce ist es auch so, sogar ziemlich ausgeprägter. Also sozusagen, man könnte auch sagen, was steht hier eigentlich? Wie könnte man das nennen? Das ist im Prinzip der individuelle Effekt. Was ist das für ein griechischer Buchstabe hier? Griechische Buchstaben. Nein. Könnte sein, ja, griechische Buchstaben, man weiß es nie genau. Delta, genau. Das ist ein kleines Delta. Warum ein kleines? Weil es sozusagen gerade um ein Individuum geht. Warum griechisch? Weil wir es nicht kennen. Das ist ein unbekannter, hypothetischer Effekt sozusagen. Die Idee im Potential Outcomes Framework ist aber, ja, das würden wir eigentlich gerne wissen. Wir würden eigentlich sagen, und das Potential Outcomes Framework sagt ebenfalls, eigentlich steht das fest. Also eigentlich steht jetzt vorher schon fest, wie du auf diese Tablette reagieren wirst. Und die reagieren die Menschen also unterschiedlich. Die Effekte sind unterschiedlich groß. Vielleicht noch ganz wichtig, James mal kurz zu sehen. James hat unter den Medikationen einen höheren Blutdruck. Ja, also sein persönliches Delta AI, wenn man so will, ist größer 0. Also geht in die andere Richtung. Wo ist das Problem mit dieser Tabelle? Vielleicht halten Sie mich für verrückt. Das ist normal, wenn man sozusagen so das Potential Outcomes Kapitel liest, denkt man. Okay, wo ist das Problem mit der Tabelle? Können Sie die Tabelle in Jamovi aufmachen und analysieren? Für Ihre Studie, wenn das Ihre Bachelorarbeit ist, mit einer randomisierten Zuweisung auch zum Blutdrucksenker? Was stößt Ihnen auf? Ja, Sie in Rosa hier. Ja, nee, das bin ich gewohnt. Ich bin Variabilität gewohnt. Dass manche Leute einen positiven Effekt haben, andere einen negativen, das, also ich kann das akzeptieren. Oder damit kann ich umgehen. Two roads, ja? Yeah? The road less traveled. Denken Sie an das Robert Frost Gedicht. Du kannst nur den einen, wir können auch die Probanden sozusagen nur den einen Pfad runterschicken. Die Tabelle, die wir also haben, ist nicht diese, sondern ich zeige sie auf dem übernächsten Slide. Man kann aber mal kurz konkret sagen, macht das in relativ rasantem Tempo, weil wir so viel vorhaben heute. Man kann erstmal sagen, wir haben für die Treatment-Gruppe, werden wir eben nur beobachten können, was sie so für einen Effekt zeitigen in der Treatment-Bedingung. Wie es bei Joe ausgesehen hätte, wenn er die Medikation nicht bekommen hätte, das wissen wir nicht. Sie sind gleich dran. Und umgekehrt, für die Menschen in unserer Studie, die in der Kontrollgruppe sind, für die verwirklicht sich sozusagen oder ist observable nur der Teil ihres individuellen Effekts, der sich eben unter der Nichtbehandlung, unter dem kausalen Zustand 0 verwirklicht. Jetzt waren Sie zuerst. Ja? Ja? Ausgangswert nehmen, dann wissen wir doch, wie es sich verhält, wenn keiner Medikation bekommt.
Das ist ein Referenzwert, den benutzen wir auch später in der eigentlichen Durchführung. Aber das ist was anderes als, gehen wir mal zurück zur Tabelle kurz. Das ist was anderes als zu sagen, du, wie wird dein Blutdruck sein in der Zukunft, nach der Behandlung, wenn du in der Placebo-Gruppe warst. Ich muss sie sozusagen ein bisschen ausbremsen. Sie haben natürlich, im Prinzip haben Sie recht, diese Baseline-Information, die benutzen wir nachher. Aber lassen Sie mal kurz nochmal los den Gedanken, wenn Sie es schaffen, genau. Es gab noch einen anderen Einwand? So ähnlich, okay. Also lassen Sie sich mal kurz auf das Spiel ein sozusagen. Sie sehen auf jeden Fall, also das ist sozusagen, die Annahme war nochmal, diese Ausgänge für dich, die stehen sozusagen fest, die sind vordeterminiert. Aber wir können sie nicht kennen. Wir können nur den einen Ausgang kennen, und zwar in denen du entweder aus irgendwelchen Gründen selbstständig reinwanderst, den einen Path, dass du eben sagst, ich nehme jetzt mal ein Aspirin, oder dass wir dich da rein randomisieren. Das Beispiel von Donald Rubin ist da schon ganz gut, wenn Sie einen YouTube-Talk von ihm gucken. Der sagt fast am Anfang von jedem Talk immer, wie wären meine Kopfschmerzen in 2 Stunden, wenn ich die Aspirin jetzt nicht nehme? An dem sehen Sie schon so ein bisschen, dass die Baseline-Messung das Problem nicht komplett löst, sozusagen. Ja? Jetzt habe ich Kopfschmerzen, jetzt nehme ich die Tablette oder nicht. Wie sind meine Kopfschmerzen in 2 Stunden? Dass Sie jetzt Kopfschmerzen haben, ja, hat schon was damit zu tun, ob Sie in 2 Stunden haben, aber ist irgendwie naheliegend, oder? Dass man sagen könnte, da gibt es so eine Art unbekannten Zustand. Ich kann das nur rausfinden, wenn ich jetzt keine Tablette nehme. Dann weiß ich, wie mein Kopfschmerz in 2 Stunden ist. Wenn ich jetzt eine Tablette nehme, dann lande ich in den anderen zwei, in der anderen Zelle der Tabelle quasi. Ja? So, das heißt, und das ist das sogenannte, das kann man sich auch ruhig mal merken, das hat Holland, der ist eigentlich ein Statistiker und hat einen sehr schönen Text für die Statistikerinnen und Statistiker damals geschrieben, hat gesagt, Leute, ihr sagt überhaupt nichts über kausale Inferenz. Und die wichtigste Conclusion in dem Paper war, es gibt ein fundamental problem of causal inference, und das ist diese Unmöglichkeit, den individuellen Effekt klein Delta sozusagen zu kennen. Ja? Was wir stattdessen, und das haben Sie gerade schon schön gesagt, im Prinzip haben, ist was, was irgendwie so aussieht. Das ist, was wir beobachten können. Und das ist, womit wir arbeiten, wenn wir eine Studie durchführen. Auch wenn wir randomisieren, haben wir genau diese Situation. Von, das ist jetzt wahllos hier, quasi, ich habe jetzt wahllos ein paar Werte gelöscht. Und gelöscht heißt sozusagen, na gut, Joe war offensichtlich in der Treatment-Gruppe. Und Sally war auch in der Treatment-Gruppe, James war in der Nicht-Treatment-Gruppe und Joyce auch in der Nicht-Treatment-Gruppe. Aber es resultiert für diese individuellen Effekte lauter Fragezeichen oder lauter Missing Values. Wir haben das einfach nicht. Das ist aber, was wir eigentlich gerne kennen wollen würden. Wenn ich hier nochmal zurückgehe, das ist sozusagen eine Art hypothetische Tabelle gewesen. Da kann ich hinschreiben, naja, der Mittelwert, was auf lange Sicht dem Erwartungswert entspricht, der Erwartungswert für diese Variable Delta I, der interessiert mich, und das wäre doch eigentlich mein sogenannter Average Causal Effect. Der würde mich interessieren, aber den bekomme ich nicht. Eine Sekunde. Stattdessen haben wir die Situation. Hätte ich gern, habe ich aber nicht. So, ja. Könnte man nicht das Problem auch beheben, indem man messwiederholt, wenn ein Subject einfach ist und dann sozusagen beide Wege jedes Individuum gehen lässt? Also ja. Aber für das philosophische Problem, das wir gerade haben, hilft uns das nicht wirklich weiter. Wir werden dann den Proband, das ist so ein bisschen ähnlich, was wir gerade schon besprochen haben, der Proband wird dann ein anderer sein. Sie können sich auch sehr viele Interventionen denken, wo das praktisch Ihnen nicht wirklich weiterhilft. Also es gibt sehr viele Dinge, das hatten wir auch schon im Grundstudium, glaube ich, besprochen, als wir so das Für und Wider von Within-Studien generell erörtert haben. Es gibt natürlich Phänomene, die kann ich nicht einfach wiederholen. Ich kann dich nicht nochmal nicht Abitur machen lassen. Sozusagen, nachdem du Abitur gemacht hast. Ja? Also think big in dem Fall. So im Kleinen sind Sie ja alle auf dem richtigen Weg. Sie wollen jetzt eine Lösung finden. Wie kommen Sie aus der Nummer raus? Aber Sie können noch mal kurz akzeptieren, dass es ein fundamentales Problem ist. So fundamental, also auf der Praxis, wir sind alle Praktikerinnen und Praktiker, auf der praktischen Ebene ist es natürlich so fundamental dann doch wieder nicht schwierig, weil was können wir tun? Ich habe es hier schon angezeichnet. Und das ist ja das, was wir auch immer tun. Wir können natürlich sagen, gut, den Erwartungswert von Delta, also den Erwartungswert dieser Differenz, dieser individuellen Effekte, den können wir nicht haben. Aber das ist zum Glück
Und das war das, was ich letzte Woche mit den, deshalb habe ich Ihnen unter anderem mal kurz die Erwartungswerte und die Rechenregeln des Erwartungswert nochmal gezeigt. Das ist so eine Trivialität, aber es ist toll, dass es funktioniert. Ich kann natürlich sagen, dieser Ausdruck hier, der Erwartungswert dieser Differenz ist gleich der Differenz dieser Erwartungswerte. Ich kann also einfach sagen, ich mittle alle Probanden, die den einen Ausgang zeigen, Entschuldigung, die das eine Treatment bekommen haben, so sollte ich sagen, und die, die das andere Treatment oder die Kontrolle bekommen haben. Und das ist eine Gleichheit, die gilt zum Glück einfach. Damit sind wir noch nicht ganz raus, aber das ist das, was in der Praxis eigentlich passiert. Also was wir hier machen, ist, wir deklinieren nochmal durch, wie wir eigentlich bei einem klassischen Experiment, bei einem Randomized Trial, zu unserer Schätzung eines kausalen Effekts kommen. Nämlich indem wir einfach sagen, der Average Treatment Effekt, deshalb steht das da als Titel drüber, der Average Treatment Effekt ist der Unterschied in diesen beiden Erwartungswerten. In dem Fall minus 9,2, also das wäre das, was du im Ergebnisteil ja dann berichtest. Ich senke den Blutdruck um im Mittel um 9 Millimeter HG oder was das immer ist, wenn ich dieses Treatment habe. Das ist die kausale Interpretation. Ob die schon ganz zulässig ist, wissen wir noch nicht, aber so würden wir es üblicherweise machen. Ja? Verständnisfrage. Ja. Nee, gehen Sie genau nicht sozusagen, weil wir haben sie ja nicht. Also die Fragezeichen, da können Sie, wenn Sie sie stören, können Sie einfach die löschen und sagen, da habe ich nichts, da habe ich Missing Values sozusagen. Ja? Das heißt, wir nehmen eigentlich, wir nehmen natürlich die Leute, wo wir, also wir können im Prinzip, wenn ich das noch, wir können nur mit den beiden Zellen irgendwie rechnen. Ja? Und wir retten uns jetzt gerade sozusagen, indem wir sagen, ach, zum Glück können wir ja auch den, die Differenz dieser Erwartungswerte nehmen. Genau, dazu vielleicht jetzt aber, also ich mache das heute auch ein bisschen in der Ausführlichkeit, weil das eigentlich die, nun ja, man könnte sagen, wir führen gerade so eine Art Beweis, dass ein randomisierter Trial, wenn er randomisiert ist, funktioniert. Dass wir das machen können, ja. Weil damit es jetzt, damit es zulässig ist, was wir hier tun, damit also die Interpretation zulässig ist, dies ist ein Treatment-Effekt, manchmal nachher schreibe ich auch ACE, also ein Average Causal Effect. Damit das wirklich kausal interpretiert werden kann, müssen wir davon ausgehen, dass wir keine Verzerrungen hier drin haben. Das sieht man besonders gut, wenn man kurz noch eine Vereinfachung annimmt. Und zwar eine, die wir in der Statistik übrigens die ganze Zeit machen. Da reden wir nur nie drüber. Wir nennen es in der Statistik einen Fixed Effect. Die Ökonomen nennen es anscheinend einen Constant Effect Assumption. Es läuft aber genau das Gleiche raus, ob du es Fixed oder Constant nennst. Was hat sich hier geändert? Ich musste ein paar andere Zahlen erfinden, aber wenn Sie mal hier hinten schauen, also das ist nochmal die hypothetische, vollständige Tabelle, aber was sehen Sie? Wir nehmen an, dass dieses Delta I bei allen gleich ist. Sprich, dieses Medikament, das neue, die neue Hammer-Blutdruck-Tablette von Boehringer Ingelheim, senkt bei dir das um 10 mm Hg, bei dir, bei dir, bei dir, bei dir, bei mir auch sozusagen. Natürlich auch eine vereinfachende Annahme, aber das ist eine Annahme, die wir eigentlich in jeder Regressionsanalyse, in jeder ANOVA immer treffen, dass wir sagen, es gibt so eine Art Fixed-Effekt unserer Behandlung. Wenn wir das machen, können wir nur unsere Schreibweise ein bisschen umstellen. Und das wollte ich euch kurz zeigen oder zumuten. Nämlich, wir können sagen, okay, das, was mit dir passiert unter der Behandlung, ist, was du gezeigt hättest ohne die Behandlung. Oder andersrum, die Konjunktiv kann man jetzt hin und her schieben, also eins haben wir halt beobachtet, eins nicht, plus ein Kappa, der diesen konstanten Effekt mal kurz ausdrücken soll. Also quasi diese, wenn jetzt Kappa minus 10 ist, dann ist es also hier 140 minus 10 gibt 130. Ja? So. Oder 150 minus 10 gibt dann 140. Das nicht mehr sagt diese Zeile. Und wir könnten jetzt sozusagen das hier einsetzen in unsere Formel, die wir gerade hatten. Wir hatten gesagt, für den Treatment-Effekt haben wir ja gesagt, okay, eigentlich ist die, das ist der Erwartungswert der Y, der Outcome-Variable, wenn das Treatment gleich 1 war, minus den Erwartungswert, wenn das Treatment 0 war. Genau, und da können wir jetzt Kappa einsetzen, weil wir ja oben quasi, wir haben, das ist sozusagen die
Gleichung, die nehmen wir jetzt zur Hand. Und überall, wo y1 steht, ersetzen wir das einfach durch y0 plus Kappa. Einfacher, super einfacher Trick. Können wir machen. Und dann können wir hier noch ein bisschen das versuchen, das Kappa hier wieder rauszuziehen. Und im Ende steht dann hier eine Zeile, wo dann steht, Achtung, der Erwartungswert der Effekte unserer Probanden oder der Outcomes, wenn sie das Treatment bekommen haben, minus der Erwartungswert, bevor sie in die Messung reingehen sozusagen, wenn sie das Treatment also nicht bekommen haben. Dieser Ausdruck, das ist der sogenannte, das ist ein Bias, also wir haben dann quasi, was wir dann haben ist, in unseren Mittelwerten, die wir so in der Studie beobachten, können wir quasi sagen, wir haben immer tatsächlich die kausale Differenz abgegriffen, wenn die fixed ist zumindest, aber dann haben wir eben diesen Unterschied noch. Und das kann man als Selection Bias oder Bias bezeichnen, weil das ist sozusagen die Tatsache, dass die Leute, die ins Treatment reingehen, sich eben irgendwie doch unterscheiden von den Leuten, die nicht ins Treatment reingehen. Ist jetzt immer ein bisschen von hinten aufgezäumt, denn wenn ihr zu viel an den randomisierten Trial jetzt gerade denkt, dann werdet ihr jetzt gleich drauf kommen, dass man sagt, na, im randomisierten Trial sollte das ja null sein. Dann sollte das wegfallen. Was diese Zeile hier sagt ist, also beziehungsweise anders gesagt, wann wird dieser Ausdruck da hinten null? Wann sind die Leute, die im Treatment enden, in ihrem feststehenden, aber unbekannten kausalen, in ihrer Outcome gleich denen, die nicht ins Treatment reingehen, wenn wir randomisieren? Deshalb randomisieren wir. Ja? Ja. Mhm. Genau. Und was ist das Y0? Das ist jetzt vor der Behandlung. Das ist der potenzielle Outcome, wenn sie nicht behandelt würde. Ist aber egal, Sie könnten das auch mit Y1, Sie könnten das auch umschreiben und könnten das mit Y1 machen, aber wir schreiben es jetzt hier mal mit Y0. Also ich gehe nochmal zurück zur Tabelle kurz, zu der Tabelle. Y0, was wir jetzt gerade also angucken, ist, wir wollen, dass die beiden gleich sind sozusagen. Ja? Wenn die Zellen quasi gleich sind, ja, dann ist unser Bias im Prinzip null. Und der Haupttrick, den wir kennen, um diesen, also das ist einfach, ich zeig's nochmal hier, da muss ich das Auge ein bisschen drauf ausruhen. Dieser Ausdruck in Rot da hinten, den ich hier nochmal deshalb auch rot hingeschrieben habe, den wollen wir ja nicht. Wir wollen Mittelwerte beobachten, Mittelwertsunterschiede zwischen zwei Gruppen ausrechnen und wir wollen das kausal interpretieren. Wir wollen sagen, aha, das ist der Effekt, der kausale Effekt unserer Behandlung, unserer Medikation, unserer Verhaltenstherapie. Ja? Das können wir aber nur machen und das lehrt uns diese kleine mathematische Übung, wenn wir es hinkriegen, dass dieser Bias da hinten möglichst klein ist. Dass die Leute, die ins Treatment gehen, sich nicht unterscheiden im Counterfactual Outcome von denen, die ins Treatment gehen. Da ist es dann halt kein Counterfactual Outcome, sondern bei denen ist es quasi der beobachtete Outcome. So, wie können wir das also machen? Der Klassiker wäre, also wir wollen diesen Bias-Term auf Null bringen. Und da, das ist so die mathematisch vielleicht anstrengendste Stelle kurz, aber auch mathematisch ist eigentlich kein Hexenwerk, aber es sind so viele Zeichen. Ich verstehe schon, dass es ein bisschen verwirrend ist. Man kann sich jetzt fragen, was passiert, was nehmen wir eigentlich an, wenn wir randomisieren? Also wenn wir entscheiden, ob du den Pfad runtergehst oder den. Weil wir machen Randomisierung. Aber auch erst seit etwa 100 Jahren, kann man sagen. Ja, vor 100 Jahren erst eigentlich hat Fischer sozusagen vorgeschlagen, Randomisierung löst viele Probleme in der Statistik. Und was diese zwei Slides hier gerade zeigen ist, das war Fischer, der kam aus einer ganz anderen Ecke, aber diese zwei Slides zeigen, warum sozusagen Randomisierung funktioniert. Und zwar ist es ja eben so, das ist quasi Erstsemester Empirie-Wissen, das habe ich da einfach so behauptet. Ich habe gesagt, wenn wir randomisieren und die Stichprobe groß genug ist, so war immer die Annahme, wenn die Stichprobe groß genug ist, alle haben die gleiche Chance gezogen zu werden aus der Population. Und wenn wir dann randomisieren, dann ist es so, dass quasi die Erwartungswerte derer, die ins Treatment reinkommen und der Erwartungswert derer, also die nicht ins Treatment reinkommen, a priori der Behandlung quasi gleich ist. Dieses Y0 muss gleich sein bei denen. Und das ist natürlich eine Setzung, die wir hier auch wieder verwenden können. Also formell geschrieben sagt es nichts anderes als diese zwei Zutaten, die auf dem Slide vorher als Bias standen, wo es hieß, der Unterschied zwischen den beiden, das ist der Bias.
die wollen wir in der Randomisierung eben gleichgesetzt haben. Und wir können das auch dann hier mal einsetzen. Es ist quasi die gleiche Gleichung wie vorher. Dann sieht man, dieses hier am Schluss fällt einfach weg und man bleibt bei Kappa übrig. Wir haben also, wenn wir randomisieren, den Selection Bias losgeworden. Das ist der Grund, warum Sie sich sozusagen erlauben können, das, den Outcome eines echten Experiments kausal zu interpretieren. Mhm. Aber das dürfen wir ja machen, weil wir das Kappa, also diesen Effekt mitnehmen. Genau, richtig. Und dadurch ersetzt dieses, genau, 1i. Genau. Und jetzt bleibt die große Frage, und das ist sozusagen die Frage, die ich, also zum einen kann man sich das einmal angucken, da zeige ich euch mal kurz einfach tatsächlich einmal eine Datentabelle aus einem Paper. Das ist eine Art, da sprechen wir nächste Woche ein bisschen mehr drüber, das ist wirklich ein wahllos herausgesuchtes, im Prinzip epidemiologisches Paper. Was die hier gemacht haben, die haben einen Random Control Trial gemacht. Also sie haben randomisiert oder sie behaupten, erfolgreich randomisiert zu haben. Deshalb heißt das Ding RCT. Den Namen kennt ihr hoffentlich auch schon. Sonst wird hier immer wieder erwähnt werden natürlich. Ein Random Control Trial. Und zwar haben die versucht, eine Frühintervention bei Psychosen zu machen. Ja? Das heißt, wir reden nur über Patientinnen und Patienten, die irgendwie so in der Gefahr stehen, oder die man das Hochrisiko einschätzt, dass die eine Psychose entwickeln. Und dann kann man sich ja fragen, was macht man jetzt? Was die hier gemacht haben, ist so eine Art Community Outreach und Support Programm. Warum zeige ich diesen Slide jetzt? Ich will über die Studie sonst auch gar nicht viel sprechen. Also die Frage ist ja, kann Randomisierung sozusagen dafür sorgen, dass die Gruppe, die gleich ins Treatment geht und die Gruppe, die nicht ins Treatment geht, dass die so vergleichbar wie nur irgendwie möglich sind? Das sagt diese Zeile, diese euch ein bisschen verwirrende Zeile. Wie ist dein Outcome ohne Behandlung, wenn du die Behandlung kriegst? Und wie ist dein Outcome ohne Behandlung, wenn du auch keine Behandlung kommst? Nochmal, nur einer ist beobachtbar. Aber wir wollen, dass die gleich sind. Dann hat Randomisierung funktioniert. Und das kann man im Prinzip immer an diesem klassischen Table 1 in den epidemiologischen Papern sehen. Viele von euch werden in einer Bachelorarbeit, in der sie ein Experiment gemacht haben und Leute zugewiesen haben, vielleicht ähnliche Tabellen gehabt haben. Sie werden gesagt haben, wir gucken erstmal, ob jetzt auch, nachdem wir fertig sind mit der Randomisierung, die Probandinnen in der Treatmentgruppe sich nicht unterscheiden von denen in der Treatmentgruppe. Richtig? Dabei kann man viel falsch machen. Man könnte zum Beispiel einen Signifikanztest machen. Das machen die Autoren hier nicht. Das finde ich toll. Ich habe aber keine Zeit, euch jetzt zu erklären, warum man da keinen Signifikanztest macht. Aber ich sage es euch trotzdem mal. Man macht keinen Signifikanztest, weil der überhaupt keinen Sinn ergibt. Ihr habt ja randomisiert. Und perfekt ist die Balancierung auch nicht, weil ihr keine unendlich großen Stichproben habt. Aber ihr könnt euch einfach überzeugen, dass euch das reicht. Und zum Beispiel hier, das ist so eine Art IQ-Maß hier oben. Da hatte die eine Gruppe, wie gesagt, randomisiert, ja, 32 versus 27. Die eine hatte 103 oder 102,7, die andere 102,2. That's what I would call close matching. Ja. Alter 27,7, 27,9. Geschlecht geht es, glaube ich, ein bisschen, nee, also wenn, ja, wenn man sich so anguckt, auch nicht so schlecht. Verheiratete 26, 22, schon eine Diagnose 26, von den F20-Diagnosen hier rein, 23 hier. Also nicht perfekt, das ist es nie mit empirischen Daten, aber sehr gut. Das heißt, die Randomisierung funktioniert. Man kann jetzt aber noch weitergehen und kann sagen, na gut, das Ziel unserer Randomisierung ist also, das haben wir jetzt gesehen, an diesem kleinen Formelwerk, an diesem Beweis, wenn man so will, wenn man es schafft, dass diese Bedingung erfüllt ist, dass die Counterfactuals quasi in der Treatmentgruppe gleich den beobachteten Mittelwerten in der nicht behandelten sind. Also das heißt, das könnt ihr euch, das male ich vielleicht doch auch einmal kurz an, weil ich das so verwirrt. Was das eigentlich heißt, ist, kurz gucken, ob das Sinn hat. Das ist der Average Treatment Effekt. Das ist das Treatment. Graph draus und das ist das Nicht-Treatment. Stimmt es? So, und jetzt heißt es sozusagen, die behandelt wurden, die wären, und die nicht behandelt wurden, liegen hier, und die nicht behandelt wurden, die lägen auch hier, sozusagen.
wenn sie den Effekt nicht hätten. Das sagt diese Zeile. Ja? Wenn wir das hinkriegen wollen, können wir uns jetzt schon überlegen, ja okay, Randomisierung ist cool, Randomisierung funktioniert, aber vielleicht geht es auch anders. Und da kommt jetzt der eigentliche Sport der kausalen Inferenz ins Spiel, dass man sagen kann, was kann man denn noch machen, um diese Gleichheit der Gruppen sozusagen zu erzielen. Also quasi, was dann oft auftaucht als Begriff, ist sowas wie almost as good as random. Ja? Also können wir irgendwie so eine quasi Randomisierung annähern. In der Epidemiologie und auch in der Ökonometrie wurde dann in den 80ern, 90ern viel was gemacht, auch heute noch gemacht, was man Propensity Score Matching nennt. Die Grundidee ist im Prinzip, kann ich für jeden Proband, der in der Behandlungsgruppe war, obwohl es nicht randomisiert ist, einen finden, der quasi in all möglicher Hinsicht dem Ähnliches gematcht ist, im Alter, im Beruf, im Geschlecht, in der Schwere der Erkrankung etc. Wir werden in unserer Ökonometrie-Session noch andere Tricks kennenlernen, die haben aber alle quasi das Ziel, die Randomisierung, wenn man sie nicht machen kann, so gut wie möglich anzunähern. Und ganz allgemein, für etwas, was ihr schon kennt, werden wir auch jetzt gleich in der zweiten Hälfte der Vorlesung sehen, läuft es darauf hinaus, dass wir eigentlich statistisch adjustieren oder kontrollieren für Variablen. Das ist eigentlich das, was hier passiert. Und ein Term, den wir heute noch kennenlernen, der klingt jetzt ganz kryptisch, ist, wenn man das in den grafischen Modellen von Perl anguckt, über die ich jetzt dann sprechen möchte, dann läuft das darauf hinaus, also diese Quasi-Gleichheit zu erzielen, selbst wenn ich nicht randomisieren konnte, indem ich sogenannte Backdoor-Pfade, also das sind Pfade der Konfundierenden, sage ich dann gleich mehr dazu, schließe. Der Ausdruck, den manche von euch, die bei mir in den letzten 2, 3, 4 Jahren studiert haben, dafür schon gehört haben, ist eigentlich, weiß das jemand? Nächster Slide. Ceteris paribus, Latein. Was heißt das, Ceteris paribus? Das heißt, alles andere, Ceteris, ist gleich, being equal. Ja? Also bis auf das, was ihr jetzt machen wollt, auf das Treatment, und das steckt hier eigentlich drin, das macht die Randomisierung. Die Randomisierung sorgt dafür, haben wir gerade schön gesehen an dieser Tabelle von dieser Coast-Studie, wenn die Randomisierung klappt und die Studie, die Stichprobe hinreichend groß war, dann gelingt dir das, dass du sagen kannst, das gilt eigentlich, ich kann das zwar nicht beobachten, was passieren würde in meiner Treatment-Gruppe, aber ich kann darauf vertrauen, dass sie eigentlich sich gleich verhalten hätten, wenn ich sie nicht behandelt hätte. Und insofern muss man da auch mal sagen, Fischer hat 1925 bis 35 in diesen zwei Werken die Randomisierung extrem gepusht und hat gesagt, das ist die einzige Art, wie wir arbeiten sollten, wie wir kausale Effekte bekommen. Und Perl und andere sagen, ja gut, wenn es die einzige Art wäre, wie es geht, dann hätte die Menschheit, dann hätte Aristoteles den Randomized Control Trial erfunden. Also wenn wir nur was über Kausalität aussagen könnten durch Randomisierung, dann wäre es schon länger Teil des Handwerkszeugs gewesen, so der Vorwurf. Und natürlich in der Tat ist es so, dass die Leute die Grundidee natürlich viel früher verstanden hatten. Und ein Beispiel hier ist dieser Skorbut-Heiler James Lind, der hatte eine komplett falsche Theorie drüber, warum die Leute Skorbut bekommen. Aber er hat was Richtiges gemacht unter dieser falschen Theorie, nämlich er hat eine Gruppe von Seeleuten eine Art Diät verordnet, die aus Orangen und Zitronen zu bestand. Er dachte, dass die Säure irgendwie dafür wichtig wäre oder irgendwas. Also auf jeden Fall war die Theorie falsch und nach heutigen biochemischen Maßstäben. Aber er hat nicht randomisiert, aber er hat gesagt, he chose his 12 study members so they were as similar as could have been. Ja, as I could have them. Also sein Versuch war, Matching sozusagen durchaus hier durchzuführen und diesem Diktum Ceteris Paribus quasi gerecht zu werden. Da gab es noch einen Kommentar. Ja? Ja? Die kann ich auch gerne mal, ich kann das auch nochmal nachtragen. Im Prinzip, ich mache es, soll ich es nochmal ordentlicher machen? Ist euch das wichtig? Kurz? Ja? Die fehlt, also die ist in manchen Büchern drin, ich habe die aber nicht. Die lohnt sich vielleicht, die kurz einmal anzumalen, weil sie eigentlich für zum Beispiel, ich hatte gerade kurz erwähnt, dass wir mal noch über das Regression Discontinuity Design sprechen oder auch die Difference in Differences. Die haben alle die gleiche Idee. Also nochmal, ich verhalte mich an das, was ich hier gemacht habe. Nur, ich mache es nur langsamer, damit wir es alle sehen. Und ich schreibe auch die Y0 hin. Nee, das ist schon mal der erste Fehler. Also. Hier sind zwei Gruppen
Die eine wird behandelt, die geht dann da hoch, sage ich mal, idealerweise. Okay? Die kriegt eine Behandlung. Also die kriegt eine Tablette. Aspirin. Okay? Warum ist jetzt erstmal egal, ob es randomisiert ist oder nicht, aber die kriegt die Tablette. Dies ist der eine Pfad. Das können wir beobachten. Was uns aber interessiert ist, was wäre mit denen passiert, wenn sie die Tablette nicht bekommen hätten, sozusagen. Und mal aufpassen. Okay, ja. genau, insofern ist hier Kontrolle oder sowas. Control. Also kein Treatment. So unglaublich, wie man mit einem einfachen 2x2-Graph sich so durcheinander bringen kann. Also, was ist das sozusagen? Das haben wir beobachtet, oder? Das ist Y1 für die, die das Treatment auch bekommen haben. Richtig? Da müssen wir echt helfen, ne? Ihr seht das von da oben gerade besser. Das sind die, die haben wir, die kennen wir nicht, oder? Oder doch, wir können es auch so rum aufziehen. Wir können sagen, okay, das sind die, die, ja doch, so können wir es auch machen. Wir können sagen, die haben kein Treatment bekommen und deshalb ist es ihr Outcome 0. Der hat sich verwirklicht. Der denkt an die Vier-Felder-Tafel. So, achso, jetzt genau, so rum macht es jetzt Sinn. Und jetzt ist die Frage, wie hätte diese Gruppe denn ausgesehen, wenn sie das Treatment nicht bekommen hätte? Und jetzt ist einfach die Annahme, die müssen bitte hier sitzen. Das muss gleich sein. Die müssen auf einem Level sein. Und das wäre dann sozusagen Y0, wenn die das nicht bekommen hätten. Aber eben für die, die in der Treatment, ah ne, Entschuldigung, so, die in der Treatment-Gruppe sind. So. Ja? Kann man dadurch nicht auch Fehler ausmerzen, wenn wir jetzt nämlich uns angucken, okay, die kriegen jetzt doch nicht die Tablette und es steigt trotzdem an, dann wissen wir, das ist ja irgendwas, die andere, die Ursache, gerade zu dem D-Gleichheit. Das wissen wir ja vorher nicht. Das ist ja alles hypothetisch. Wenn wir den Effekt schon genau kennen würden von der Tablette, dann würden wir die ganze Studie ja nicht machen. Ja, das ist das Hauptproblem daran. Deshalb machen sie die Studie, weil sie den kausalen Effekt ihrer Tablette nicht kennen. Kurz, ich muss dann weitermachen leider. Das ist völlig normal, dass ihr jetzt verwirrt seid. Ja. Genau, richtig. Und wir können zeigen, dass es der Fall sein sollte, dass es gleich sein sollte in diesen beiden Gruppen sozusagen, wenn wir randomisiert haben. Ja? Aber wenn nicht, ihr seht auch den Bias, oder? Also nehmen wir mal an, das liegt nicht hier, sondern Bildung, Gesundheitsbewusstsein, was weiß ich, führt dazu, dass dieser Wert schon hier liegt. Was passiert denn dann? Ihr schätzt euren kausalen Effekt, aber immer indem ihr auf das Niveau geht, weil das habt ihr beobachtet. Was ihr dann macht, ist, ihr schätzt das als den kausalen Effekt, obwohl es aber zur Hälfte aus Bias besteht. Ja, zur Hälfte aus Unterschieden, die schon da waren. Also insofern kann man sich selber hier vielleicht nochmal eine zweite Linie einzeichnen und kann sagen, naja, wenn die eh schon irgendwie, sagen wir mal, vielleicht auch besser ansprechen auf die Medikation oder sonst was, dann kriegst du hier eine Überschätzung deines kausalen Effekts. Das ist ja das, was da additiv passiert. Vielleicht das noch einmal kurz hier zurück. Wenn ich hier, muss ich kurz animieren. Wenn ich hier sage, da kommt immer noch was dazu. Ja? Also es kann nur größer werden im Prinzip. Ich habe einen Bias und ich habe hier also den kausalen Effekt und dann immer plus was dazu. Das führt in der Regel, man kann auch zu einer Unterschätzung führen natürlich, aber es ist jetzt, glaube ich, intuitiver, sich hier das als eine Überschätzung vorzustellen, die dann passiert. So, ceteris paribus. Das heißt, die Menschen wussten schon lange, dass es irgendwie cool ist, wenn zwei Gruppen so vergleichbar wie möglich sind, bevor ich versuche, eine kausale Interpretation für meine Intervention zu machen. In Mastering Metrics kommt an der Stelle etwa dieses schöne Zitat. Das ganze Buch Mastering Metrics ist aufgebaut rund um so Kung Fu, um die Kung Fu Serie Kung Fu aus den 70ern mit den Carradine-Brüdern. Und das Zitat an der Stelle ist, I am puzzled. Und dann sagt der Master zu dir sozusagen, that is the beginning of wisdom. Und an der Stelle steht ihr jetzt auch, hoffentlich. Und wir gehen jetzt in den zweiten Teil, in den zweiten Versuch, was über Kausalität auszusagen. Also was haben wir jetzt gesehen? Rubins Modell, die Potential Outcomes oder das Rubin Causal Model, arbeitet im Prinzip mit Missing Data. Das sagt, macht erstmal klar, du hast eigentlich nur die Hälfte der Daten, die du bräuchtest, um es genau zu wissen, wie der kausale Effekt ist, aber du kannst dich quasi an den Haaren aus dem Schlamassel ziehen durch einige Annahmen, die ich hier verschwiegen habe.
zum Beispiel die Stable Treatment Unit Assumption, SUTWA heißt die, genau, Stable Unit Treatment Assumption, die eigentlich zum Beispiel besagt, du hast, was wir vorher sehr gesagt haben, du hast deinen unbekannten Effekt, wie du auf die Medikation reagieren würdest, können wir zwar nicht kennen, aber wir müssen davon ausgehen, der ist fix und der wird auch nicht davon beeinflusst, wenn deine Freundin zum Beispiel in der Studie ist, etc. Also so Unabhängigkeitsannahmen, die stehen natürlich auch hier dahinter. Aber dann hat er uns also dieses Framework an die Hand gegeben und das Potential Outcomes Framework ist auch ein Treiber hinter sehr vieler kausaler Inferenz. In den letzten 20 Jahren, sage ich mal, gibt es aber einen alternativen Ansatz, der kommt aus einer ganz anderen Ecke, aber unterm Strich sind sie sich sehr ähnlich und haben auch sehr ähnliche Ziele. Aber sie führen auch einen unglaublichen Streit miteinander, sozusagen, wer jetzt, was die bessere Art ist, kausale Inferenz zu machen. Ihr könnt es auch verstehen als ein bisschen ein anderer Zugang, der vielleicht auch andere von euch jetzt anspricht. Und zwar der gerichteten azyklischen Graphen. Fürchterliches Label, wird meistens verkürzt zu DAGs. Oder vielleicht gibt es auch Leute, die DAGs sagen oder so. Also ich sage meistens DAGs oder einfach nur Graphen. Was ist die Grundidee? Warum sollte es hilfreich sein, den Zusammenhang zwischen beobachteten Variablen grafisch darzustellen? Das ist ganz nett. Schaubilder malen wir alle gerne als Psychologinnen und Psychologen. Box and Arrows, klar. Aber man kann Graphen auch als mathematische Objekte auffassen und mit ihnen rechnen sozusagen. Und das tut die Graphentheorie schon sehr viel länger. Das ging letztlich los. Manche kennen vielleicht dieses Sieben-Brücken-Problem. Wer war das? Euler? Irgend so ein Mathematiker hat sich überlegt, auf wie viele Arten kann ich über die Brücken in meiner Heimatstadt gehen, in Königsberg oder irgendwo. Kann ich jetzt auch nur improvisieren, die Geschichte. Aber auf jeden Fall ist eine alte mathematische Idee, dass man mit eigentlich einem einfachen System aus Knotenpunkten und Kanten zwischen diesen Knotenpunkten sehr wichtige Dinge ausrechnen kann. Und es war vielleicht eine Frage der Zeit, bis jemand auf die Idee kommt, quasi Ursache und Effekt nicht nur aufzumalen, ja, Variable A, Variable B, Pfeil dazwischen, so wie wir das in so Grundlehrbüchern der Empirie oder so auch hatten, oder wie wir das in unseren psychologischen Theoriepapern machen, sondern damit wirklich zu rechnen. Gab es da gerade noch eine Frage, Zwischenfrage? Nee, hat sich erledigt. Und die Grundidee dabei oder die Grundmetapher, die ich euch noch anbieten möchte für die nächste, damit ihr das so ein bisschen mitnehmt als Gedanke, ist eigentlich, wenn ich so einen Graph habe, schauen uns das gleich natürlich im Detail an, aus Variablen, mehreren Variablen, dann kann ich auch sagen, kurz meine piependen Programme hier zumachen, genau, dann kann ich auch sagen, Information fließt eigentlich dadurch. Also eine Variable verursacht etwas in einer anderen. Also das Treatment verursacht etwas in deinem Wohlbefinden, ja, und dein Wohlbefinden ändert etwas in deiner Produktivität. Und die Idee ist dabei quasi, dass hier Information sozusagen fließt. Ein etwas weit hergeholtes Beispiel vielleicht ist aber zum Beispiel das, dass man sagt, Lichtstrahlen fallen auf ein Objekt. Bevor diese Lichtstrahlen das Objekt erreichen, sagen sie uns noch überhaupt nichts über das Objekt. Wenn sie das Objekt wieder verlassen, dann können wir was über das Objekt wissen. Also wir haben Informationen über das Objekt, indem wir sozusagen diese Auslenkung oder Stärke dieser Strahlen messen. So funktioniert MRT, so funktioniert eine Fledermaus, die irgendwas ortet, so funktioniert unser Auge eigentlich sozusagen. Ja. Das andere Bild, aber auch die Metapher vom Fluss, ist sozusagen das eines komplizierten Regelungskreislaufes. Und ihr seht nachher vielleicht heute am Schluss oder nächstes Mal am Anfang auch Graphen. Die wirklichen Graphen, die Menschen in der Forschung quasi machen, die sind dann auch mindestens so kompliziert wie so ein Regelkreislauf. Variablen geben Informationen an andere Variablen. Und wenn sie wirklich dorthin geben, dann ist das quasi der kausale Prozess. Diesen kausalen Prozess kann man aber auch unterbrechen, indem man bestimmte Regler zudreht. Und das entspricht, sehr kurz gesagt, dem, was wir machen, wenn wir Variablen statistisch kontrollieren in unseren Modellen. Dann kann man sich das vorstellen, wir drehen einen Regler zu. Und wenn die Variable statistisch nicht mitbedacht wird, dann ist der Regler unter Umständen offen und die Information fließt. Bisschen weniger kryptisch, ganz konkret, was sind Directed Acyclic Graphs eigentlich? Die sind, wie der Name schon sagt, directed. Was heißt das? Jeder Pfeil hat eine Richtung in so einem Graph.
Es gibt nämlich auch Graphen, die haben eben keine Pfeile, sondern die bestehen nur aus Kanten. Das ist in der Graphtheorie auch sehr weit verbreitet. Aber hier war die Idee zu sagen, nee, wir machen gerichtete Graphen oder directed. Und jeder Pfeil zeigt also einen direkten kausalen Effekt an. Wenn ihr in etwas, was als dark bezeichnet wird oder als dag, einen Pfeil seht, dann heißt es wirklich ganz konkret, diese Variable beeinflusst diese andere. Ja, deshalb ist dann da ein Pfeil dazwischen. Was ist mit acyclic gemeint? Mehr so das Kleingedruckte. Es darf in so einem DAG nicht eine Situation geben, dass irgendwie von unten, wenn du ganz unten oder an der Seite angekommen bist, Information wieder ganz an den Anfang zurückfließt. Also, dass die Kreisläufe nicht geschlossen sind. Sonst funktioniert die ganze Kausalitätslogik hier drin nicht mehr. Was ebenfalls sehr, sehr wichtig ist, und das ist auch für uns als Sozialwissenschaftlerinnen, die wir später eher vielleicht mit den sogenannten Strukturgleichungsmodellen arbeiten, die so eine Art Antwort der 50er, 60er, 70er Jahre, 80er Jahre vielleicht waren auf solche kausalen Fragen, das ist einfach wichtig schon mal zu wissen, solche Graphen werden als vollständig gedacht. Also ich mal so einen Graph mit meinen Variablen und den Kausalzusammenhängen, letztlich den Kausalzusammenhängen, die ich vermute, aber wenn ich irgendwo keinen Pfeil hinmache zwischen zwei Variablen, dann heißt es in dem Moment, ich gehe davon aus, dass es da auch keinen direkten kausalen Pfad gibt. Also, es ist auch ein bisschen trivial, aber der Graph muss vollständig sein, sozusagen, damit wir mit ihm wirklich rechnen können. Genau. Wenn also zum Beispiel hier in dem Fall eine Variable x, seht ihr das, auf x zeigt überhaupt keinen Pfeil. Ja? Jetzt kann, natürlich gibt's, werdet ihr gleich als mit eurer normalen Schlauheit sagen, ja gut, aber x muss da auch irgendeine Ursache haben. Es gibt immer, für alles gibt es irgendwie eine Ursache. Das ist richtig, aber in so einem Modell, in einem Graph ist es eben ein geschlossenes System und das drückt in dem Fall entweder aus, dass die Forscherin nicht weiß, was x verursacht hat oder dass sie es für ihre Fragestellung für irrelevant hält und es deshalb hier jetzt auch nicht anzeichnet. Man könnte auch sagen, dieses x ist exogen, das Wort könnt ihr da gleich euch mal merken, das taucht auch immer wieder in Strukturgleichungsmodellen und Faktorenanalysen und so auf. Exogen ist im Wortsinne genau das. Es ist generiert außerhalb exo des Systems. Während y und z endogen sind, in dem Sinne, dass ein Pfeil auf sie zeigt. Also irgendjemand anders in diesem Graph, den wir hier sehen, in dem Fall x zum Beispiel, generiert y, kausaler Effekt, bringt y hervor oder erhöht zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass Y auftritt. Jetzt könnt ihr sagen, na gut, aber in Empirie und so, wir machen doch gern mal so Abbildungen mit Variablen, wo wir so Doppelpfeile machen, sehr beliebt auch in generell, wenn man Zusammenhänge darstellen will, dann macht man einen Doppelpfeil zwischen zwei Dinge. Warum haben die jetzt hier in dem Sinne keine Funktion? Es gibt schon mal, dass das jemand macht, aber ja. Entschuldigung, ja. Ja, sie kommen jetzt von hinten, sie kommen von der Anwendung. Vielleicht geht Ihnen jetzt zu langsam hier, das tut mir leid. Also oder zu schnell in die falsche Richtung. Natürlich werden Sie genau das tun später. Okay? Merken Sie sich mal, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich kontrolliere für die Variable, aber ich bin gerade ganz anders noch unterwegs. Ich würde mit Ihnen gern klären, und darum wird es eigentlich jetzt noch gehen im Rest der halben Stunde, für welche Variablen kontrolliere ich eigentlich und warum? Und das auch übrigens nur, mir geht es heute auch nur um die Grundidee. Wir werden nächste Woche das weitermachen und das wird uns das ganze Semester nicht mehr verlassen. Das, was wir hier gerade in einem Satz geklärt haben, warum mache ich nicht einfach eine Ankova? Darum wird es noch sehr en Detail gehen. Jetzt gab es da eine Wortmeldung, dann hier noch, ja? Ja. Nee, achso, hinter Ihnen auch noch, Entschuldigung. Erst die Dame hinter Ihnen, ja? Sie wollten lösen, genau, machen Sie mal. Genau. Ja, aber eine gemeinsame. Genau. Also im Prinzip können Sie das dann einfach dadurch lösen, dass Sie einen, zum Beispiel, oft macht man das auch so, man zeichnet ein U ein, eine Unbekannte, und die sozusagen hat dann zwei Pfeile auf die zwei Variablen sozusagen. Ja? Ja. Das heißt, diesen Pfeil zwischen Y und Z, den hätte man theoretisch auch, also wenn es jetzt gar keine Korrelation gibt, weglassen können? Nein. Nee. Ganz wichtig, weil, das sagt der nächste Slide nochmal, die DAGs, genau. Die DAGs sind, wir sprechen gerade nicht über beobachtete Daten, sondern wir sprechen gerade über die kausale Struktur, die wirklich da ist. Ich zeige Ihnen hier gerade eine Welt, ja?
Das ist mein erster DAG, ja? Können Sie sich so ein Schild ausdrucken, mein erster DAG. Können Sie sagen, in diesem DAG ist es so, deshalb ist da ein Pfeil. Y verursacht Z. Ist jetzt nicht Störche Babys, Störche und Babys, genau. Sondern es gibt hier einen direkten Effekt. Es gibt aber auch das, was wir dann später Konfundierung nennen. Es gibt auch einen kausalen Effekt von X auf Y und von X auf Z. Okay? Jetzt sie, dann sie, nee, sie doch nicht mehr. Ja. Ich habe eigentlich zwei Fragen. Ja. Irritiert mich gerade der Begriff Korrelation, weil ich, also kann man Korrelation und Kausalität doch irgendwie sehr ähnlich nehmen? Also, waren Sie letzte Woche da? Ich habe es mir angeguckt. Sie haben es sich angeguckt, okay. Ich sage jetzt an der Stelle nur, weil ich keine Zeit habe, Reichenbachs Common Cause Principle. Okay. Korrelation ist nicht Kausalität, aber hinter jeder Korrelation stecken schon auch irgendwelche Kausalitäten. Okay. So, ja? Ja, ein Problem, also es gibt schon üblicherweise eine Variable, die zu erklären ist, um die es einem besonders geht. Die heißt ganz oft auch, hier jetzt nicht, hier ist es gerade kein gutes Beispiel, sehr oft auch in meinen Beispielen heißt sie einfach Y. Das ist die Variable, die wir erklären wollen. Und ich zeige euch heute zum Schluss oder Anfang nächster Woche ein ganz kompliziertes Real-World-Beispiel, wo es auch genauso ist. Da geht es einfach darum, Kinder erkranken oder erkranken nicht an psychotischen Erkrankungen oder kriegen Mental Health Probleme. Das ist die Outcome-Variable. Und die soll dann erklärt werden durch eine Vielzahl von sehr komplexen Kausalbeziehungen. Ja? Das ist die Grundidee hier. Okay, bisschen mehr dazu müssen wir schon noch sagen. Wir müssen noch kurz sagen, also erstmal einfach, damit haben wir jetzt zum Glück nichts so zu tun, aber ihr solltet es mal gehört haben. Und das macht dann auch klar, warum das hier jetzt nicht so was ist, was du mal kurz, wie soll ich denn sagen? Das ist wirklich einfach ein mathematisches Objekt. Sagen wir es einfach, wie es hier steht. Ein Graph, den kann man als G bezeichnen, ist ein mathematisches Objekt und der besteht aus quasi Klassen, aus Sets, sagt man auch, aus einem Set von Variablen, V. Das also sind mehrere Variablen, die sich dahinter meist verstecken, zwei müssen es mindestens sein, und den entsprechenden Verbindungen, die werden oft als E bezeichnet, als das ganze Set aller Verbindungen wird als E bezeichnet in der Graphentheorie, weil das eben die Edges sind sozusagen. Und ja, das alles hat eine enge Verwandtschaft zum Strukturgleichungsmodell und man kann es auch als Structural Causal Model bezeichnen, aber das ist vielleicht wichtig kurz klar zu machen, die beiden Dinge sind im Prinzip wie zwei Arten, das genau gleiche darzustellen. Das ist die grafische Variante, das ist der DAG, mit dem kann ich mit der Graphentheorie rechnen und dahinter steht oder gleichzeitig kann ich es ausdrücken als ein Strukturgleichungs- oder kausales Strukturmodell. Was heißt das? Warum heißen die Strukturmodelle? Weil es endogene Variablen gibt, die erklärt werden durch andere im Modell. So ist es auch in der Soziologie oder in der Psychologie mit den Strukturgleichungsmodellen. Für jede Variable, auf die ein Pfeil zeigt, gibt es eine Gleichung, die sagt, wie kommt diese Variable zustande. Okay? Der Hauptunterschied ist, dass wir hier super, super hardcore nur kausal denken. Man könnte hier manchmal, machen die Leute hier auch einen Pfeil, wie in R oder so, wenn ihr programmiert, dass man sagt, wir machen jetzt diese Variable. Oder man macht Gleichzeichen, Doppelpunkt. Ich habe es jetzt hier weggelassen. Ich wollte euch nicht damit verwirren, dass ihr wieder denkt, in drei Wochen, wenn ihr die Slides anguckt, was ist das? Aber die Mathematikerinnen und Mathematiker haben gemerkt, ein Gleichheitszeichen macht keine Kausalität. Ein Gleichheitszeichen sagt nur, naja, ist halt das Gleiche. Aber wenn wir Kausalität ausdrücken wollten, brauchen wir was. Hier können wir uns einfach darauf einigen, das ist kausal gedacht. X wird verursacht durch irgendeine Funktion von Z. Das kann eine lineare Funktion sein, das ist uns total egal gerade. Aber irgendwas mit Z verursacht X und irgendwas mit X und Z verursacht Y. Ja? Zwei Pfeilspitzen nach Y, deshalb zwei Player sozusagen. Hier nur ein Pfeil, der nach X reingeht, deshalb. Und warum gibt es für Z hier keine Strukturgleichung? Weil die exogen ist. Ja? Die wird eben nicht in diesem Modell verursacht. Jetzt war aber noch irgendwo eine Frage, die ich übergangen habe. Ja, bei Ihnen? Ja. Ich glaube schon. Reichenbachs Common Cause Principle. Wir wollen Kausalbeziehungen hier darstellen. Was sagt das Common Cause Principle? Jede Korrelation, die Sie mit einer Doppelspitze gern darstellen würden, hinter der steht auch eine
Kausation oder eine Verursachung. Und wir wollen in dem Graph dann die Verursachung darstellen. Wir könnten also sagen, es gibt eine Variable U, die beide beeinflusst. Oder es ist eben so, dass doch XY beeinflusst. Auf jeden Fall hilft uns der Doppelpfeil, mit dem können wir nicht rechnen in einem DAG. Deshalb kommen die im engeren Sinne nicht vor. Okay? Was man in manchen Lehrbüchern mal sieht, ist ein gestrichelter Doppelpfeil. Das sind dann auch so Versuche, um zu sagen, ja, da gibt es eine Drittvariable, die die beiden beeinflusst. Aber ich finde es einfacher, sich die abzugewöhnen hierfür zu sagen. Ach, das ist ja genau das, was den DAG ausmacht. Dass alles kausal und irgendwie gerichtet ist, was da drin zugeht. Deshalb heißt er directed. Okay? Also eigentlich steht die Antwort schon da drin. Weil es directed ist, darf es keine Doppelspitze geben. Das ist die ganz einfache Antwort, wenn Ihnen die lieber ist. So, wir müssen ein bisschen Nomenklatur noch machen, bevor wir noch ans Eingemachte gehen. Könnt ihr noch eigentlich? Oder seid ihr schon gar? Ihr müsstet eigentlich schon relativ gar sein jetzt, aber das wäre normal jetzt. Aber jetzt geht es eigentlich erst richtig los mit den DAGs. Aber es ist auch, wie gesagt, für die nächsten Wochen. Also weil wir beschäftigen uns mindestens nächste Woche schon auch noch mit dieser. Oder ich werde eigentlich die DAGs immer wieder heranziehen, um kausale Probleme kurz sich irgendwie klar zu machen. Ja? Wenn wir in dieser Metapher des Flusses von Informationen bleiben, dann können wir auch in so eine genetische Metapher reingehen. So wie eure Eltern euch was mitgegeben haben. DNA ist Information, ja. Und wie ihr euren Kindern was weitergebt, wie ihr aber überhaupt keine gemeinsame Information habt mit jemand, der gerade vom anderen Ende der Welt hierher gereist ist oder nur, also sehr, sehr weit hinten und man eigentlich sagen würde, praktisch betrachtet, seid ihr unabhängig von denen. Genauso. Diese Sprache wird hier also auch verwendet, dass wir sagen, Achtung, wir können dann gleich überprüfen, ob ihr es schon auch so seht wie ich, ob ich es richtig sage. Was steht hier? Hier habe ich mal behauptet, X und Y sind Descendants, also Nachkommen von Z. X ist ein Parent, von ein Elter von W. Und jetzt Achtung, die Ancestors von W ist aber ein ganzes Set von Variablen, nämlich X und Z. Seht ihr das? Könnt ihr zurückverfolgen? Ja, da gehen die Hände hoch, ja? Wäre W auch ein Descendant von Z? Ja, genau. Verstanden, genau. Und X wäre ein Child, wenn man es, also den Unterschied Child-Parent versus Descendants, Ancestors braucht man nicht immer, aber manchmal eben schon, wenn man sagt, das ist quasi direkt, ein direktes, manchmal sagt man dann auch ein Direct Child oder sowas. Und genau, und Y ist ein Child von Z. Nö, überhaupt nicht. Das ist ein Set. Ja, geschweifte Klammern kommen hier mal vor, weil das Sets sind, Sets von Variablen. Also ich meine auch innerhalb der Klammern muss das nicht. Nein. Okay. Das war, ich nenne sie Ihnen jetzt nur. Okay. Das können auch mehr sein in einem größeren Graph natürlich. Ja? Ihr seht aber auch, also nee, hier sieht man es jetzt eigentlich nicht, weil sozusagen, also W und Y haben sozusagen auch Common Ancestors, wenn man so will. Also das hat, kann man durchaus ein bisschen wie so einen Stammbaum lesen und relativ oft ist es auch sinnvoll, wenn ihr einen komplizierten DAG seht, geht mit dem Auge irgendwo oben hin und guckt, was ist die erste Variable, die wirklich exogen ist. Also wo ist der Vater Abraham dieses Graphs sozusagen. Ja. Genau, ja. Was ist jetzt mit diesem Spezialfall, wenn Z mit X oder Y identisch ist? Der ist dann hier nicht repräsentiert. Also dann ist es ja auch nur eine Variable. Also ich meine, wir müssen schon darauf einigen, diese X, Y, Z, das ist alles irre abstrakt, aber das sind natürlich schon einfach Variablen. Meistens auch im Übrigen beobachtbare Variablen. Das ist der große Unterschied zu den klassischen Strukturgleichungsmodellen, die die Soziologie und Psychologie so liebt. Dort geht es ganz viel um diese latenten Variablen. Den Begriff kennt ihr ja auch schon. Werden wir uns auch noch ein bisschen mit beschäftigen. Die spielen jetzt erstmal in den DAGs keine Rolle. Könnte man genauso machen. Man könnte genauso jetzt sagen, übrigens, X habe ich gar nicht gemessen, X ist latent, kann man machen, macht man aber oft nicht, akzeptiert einfach mal, dass das kommt jetzt eben nicht aus der Psychologie, das kommt sozusagen aus der Computer Science und da war dieses Latent-Manifest-Ding, spielte da erstmal nicht so eine Rolle. Also, kurz zusammengefasst, warum nerve ich euch mit den DAGs oder warum biete ich euch die auch an und warum muss man sagen, sind die auch ein ziemliches Erfolgsmodell in der Causal Inference, in der Epidemiologie vor allem. Die Ökonometrie ist, glaube ich, stärker bei den Potential Outcomes verhaftet, die haben die auch erfunden.
Aber DAGs sind insgesamt schon sehr erfolgreich. Warum? Naja, Bilder sagen mehr als 1000 Worte sozusagen. Deshalb zeichnen wir ja auch, ohne es mathematisch so genau zu nehmen, gerne Graphen, ja, und stellen uns Zusammenhänge zwischen Variablen dar. Und was hier passiert, ist sozusagen, dass das formalisiert wird. Die DAGs helfen uns, ein glaubwürdiges Forschungsdesign zu entwickeln oft. Also es kann, ich mache das auch mit meinen Studierenden oder wenn man eine Arbeit irgendwie, also wenn Leute kommen und so verwirrt sind über was haben sie da eigentlich gemessen, was waren die unabhängigen Variablen, dann gab's da, haben wir gesagt, wir machen noch die drei Fragebögen. Wenn man das mal ein bisschen ordnen will, dann hilft es sehr, in dieser relativ strengen DAG-Logik zu sagen, okay. Und nochmal, natürlich sind wir hypothetisch unterwegs. Das heißt nicht, dass ihr wissen müsst, dass dieses Persönlichkeitsmerkmal dieses Verhalten verursacht hat. Aber es kann ja ganz befreiend und erfrischend sein, sich mal so auf dem Blatt mal festzulegen, zu sagen, was, wenn es eine Ursache ist. Ja, und dann male ich das in einem DAG auch so hin, mit so einem Pfeil. Und die DAGs sind also eine Brücke zwischen auch verschiedenen Forschungsrichtungen und die betonen genau die Rolle von eben Vorwissen. Es ist eben, du kannst so ein DAG eigentlich für ein bestimmtes Problem nur zeichnen, einen sinnvollen auch, wenn du dich halt ein bisschen auskennst in einem Feld und nachdem du viel gelesen hast und sowas. Aber du sozusagen, du gehst dann eben auch, du legst dich auch fest, du sagst, ich stelle mir das so und so vor und jetzt testen wir anhand der Daten, die wir dann erheben, ob das dazu passt. Kurze Übung hierzu, das so viel Zeit muss sein, weil wie gesagt, heute, wenn das nachher die Zeit aus ist, ist kein Problem, dann fließt es einfach in die nächste Woche rüber. Nennt doch mal, ich habe keine Lösung dabei, kann sein, dass verwirrend wird. Lasst uns kurz halten, aber nennen wir mal alle Parents von Z. Ja, ich muss mich auch irre konzentrieren, während Sie das machen. Ja? Y und W sind die Parents. Können alle zustimmen? Alle Ancestors von Z? W, X und Y? Genau. Ja, also ein größeres Set. Kommt noch eins dazu sozusagen in dem Fall, genau. Alle Children von W? Ja, Sie haben gerade schon, ich würde gerne jemand anders hören. Vielleicht jemand, der heute noch gar nichts gesagt hat. Ist auch egal. Doch, Sie haben noch nichts gesagt. Ja. Alle Children von W sind Y und Z. Ja, genau. Und alle Descendants dann entsprechend, die zwei müssen ja auch sozusagen sein. Children sind auch Descendants, aber wer kommt noch dazu? T kommt dann noch dazu. Genau. Und wenn man jetzt sagt, zeichne alle gerichteten Pfade zwischen X und T, da geht es jetzt ein bisschen in die Pfadanalyse schon rein. Es kann sein, dass es ein bisschen zu früh ist, aber wir können es mal kurz durchspielen. Wollen Sie was fragen oder gleich machen? Ja, legen, ja. Also es geht ja von X über Y auf T. Dann gibt es aber genau die Möglichkeit von X über Y, Z auf T. X über Y, Z auf T, genau. Oder halt über W, also X zu W. Ja. Nee, das können Sie nicht machen. Warum nicht? Ich meine einmal XWZT. XWZT, genau. Oder ja. XWYT. Ah ja, doch, richtig, können Sie machen, genau. Sie können auch sozusagen, das wird uns noch interessieren, wenn wir uns überlegen müssen, welche Pfade uns sozusagen auch, ich sage jetzt mal verkürzt, konfundierend tätig sind. Das bringt uns zum nächsten Slide. Das ist vielleicht mit der wichtigste. Hier stehen Begriffe drauf, die wir schon die ganze Zeit benutzen. Aber die rekontextualisieren wir jetzt sozusagen im Rahmen unserer DAG-Nomenklatur. Das sind die drei klassischen Fälle, das ist so wie das Grundalphabet, aus denen DAGs gebaut sind, wenn man so will, die, aus denen ich quasi alle Problemlagen, die mir dann in komplizierteren Graphen begegnen, zusammenbauen kann. Die erste: der Kollege McElreath aus Leipzig nennt es in seiner Vorlesung The Fork. Also Fork ist ja Englisch auch einfach eine Straßengabelung sozusagen. Das sind wir wieder bei Robert Frost und seinem Gedicht sozusagen. Das heißt, es stimmt nicht, aber einfach Straßengabelung sozusagen. Was ist hier los? Den Fall hatten wir auch schon öfters angezeichnet. Das wäre jetzt sozusagen ein Fall, wo, Achtung, seht ihr das? Es gibt hier eben keinen Pfeil zwischen X und Y, aber es gibt einen Common Ancestor oder ein gemeinsames Parent, kann man hier auch sagen, das X verursacht, oder zumindest, also ja, egal welche Kausalitätsdefinition ihr jetzt nehmt, ob eine probabilistische oder deterministische, wenn Z
dann auch x oder wahrscheinlich x. Wenn z, dann wahrscheinlich auch y. Das ist Confounding und z ist ein Confounder in dem Fall. In der Psychologie oft so rum gezeichnet, aber ist egal, ob ich so rum, es ist egal, wo ich m hinmale, solange die Pfeile stimmen. Das ist das, was ihr als Psychologinnen und Psychologen auch kennt, als Mediation. Mediation ist ja auch nur so ein feines Wort für, also irgendwie, ich krieg was rein und gebe was weiter. Also sagen, ich habe das mal irgendwie übersetzt. Ich stehe in der Mitte zwischen was sozusagen. Und ein klassischer Mediator M liegt also auf einem kausalen Pfad von X nach Y. Manchmal auch als The Pipe bezeichnet, weil ich das da sozusagen so durchpipe. Die Information kommt da rein und geht da wieder raus quasi. Ja, vielleicht ein bisschen verändert, aber das ist Mediation. Und dann das komplizierteste Tierchen. Ich glaube aber viele von euch, die euch jetzt hier sitzen, die haben damals schon von mir das Wort Collider, vielleicht sogar schon im Grundstudium in Statistik 1 sogar mal gehört. Das habe ich irgendwann in der Zeit, als ihr, glaube ich, angefangen habt zu studieren oder viele von euch, habe ich das überhaupt ins Programm aufgenommen und gesagt habe, so ein Graph kann man überhaupt auch mal in Statistik 1 zeigen. Sollte man vielleicht viel mehr machen noch. Sollte vielleicht das alles, was ich heute gemacht habe, eigentlich im ersten Semester machen, aber egal. Der Collider ist ein ganz böses Tierchen. Und da muss man sagen, das ist auch zu Pearls Credit wirklich, der ist angekommen jetzt irgendwie im Bewusstsein von Leuten, die solche epidemiologischen großen Studien irgendwie machen, dass das ein Problem sein könnte. Warum ist ein Collider ein Problem? Den sieht man unter Umständen nicht so gut, wenn man nur auf Confounding wartet. Man überlegt sich, welche Confounder gibt es vielleicht in meiner Problemlage, aber ein Collider ist was ganz Spannendes, also ein Collider ist sozusagen ein gemeinsames Kind, kann man auch einfach sagen, von zwei Variablen. X und Y hätten eigentlich nichts miteinander zu tun, kein Pfeil. In den Daten, die wir aber beobachten, in der sogenannten Joint Probability Distribution, die du dann in deinen Daten hast, nachdem du was gemessen hast, wirst du eine Korrelation beobachten. Oder läuft das Risiko, eine Korrelation zu beobachten, weil es dieses gemeinsame Kind gibt, weil sie gemeinsam etwas verursacht haben. Und das eigentliche Problem dabei ist jetzt noch, dass quasi Confounding einen Pfad öffnet sozusagen. Also es erzeugt, es erzeugt Kovarianz, es erzeugt Information, die ich aus X auslesen kann oder aus Y, aber es ist eigentlich Information, die aus Z stammt. Nur deshalb kriege ich die gleiche Information aus den beiden und ich öffne sozusagen einen Pfad oder ich schließe dann auch fälschlich auf einen oft kausalen Pfad. Während in der Mediation, also da ist jetzt dieses, da ist so ein Wasserleitungsbild eigentlich ganz sinnvoll, in der Mediation, ich muss genauso auf der Hut sein in einem Regressionsmodell, in dem ich Y aus X vorhersagen will zum Beispiel, nicht gedankenlos einen Mediator mit ins Modell aufzunehmen. Weil was das bedeutet ist, du blockierst den Pfad. Du erklärst dann diesen Teil in deiner Regression, aber die Kovarianz sieht deine Regressionsanalyse nicht mehr. Die blockierst du, indem du das auch im Modell hast. Das passiert unter Umständen mal bei einer, also quasi nicht bei einer Mediationsanalyse, da testest du sowas genau. Aber wenn du quasi einen Mediator, und der wäre quasi definiert, ein Mediator nochmal ist definiert, dass er auf einem kausalen Pfad sitzt, wenn du den quasi eher aus Versehen in dein Modell einschließt. Auch nicht gut. Ja? Können wir da ganz kurz ein praktisches Beispiel nennen? Also, was wäre X, was wäre M, was wäre Y? Rauchen, Teerablagerungen in der Lunge, Lungenkrebs. Sie wollen gleich wieder die Analyse machen dazu, gell? Ja, ich nicht. Tut mir leid. Mediationsanalyse machen wir noch ordentlich nächste Woche, okay? Heute geht es nur darum, wow, das sind die Grundfälle, was so passieren kann in so einem Graph. Okay? Genau, so. Der Hochschuldozent in mir möchte jetzt natürlich gerne mit Ihnen da länger drüber reden, aber der Hochschuldozent in mir doch nicht. Der möchte jetzt einfach das ein bisschen weiter peitschen, genau. Ich sehe gerade, dass wir aus Zeitgründen, aber wir haben ja keine Chance, wenn wir ehrlich miteinander sind. Wir haben so viel geredet, wir schaffen das nie. Was machen wir denn dann?
Ich muss euch das... Wie mache ich denn das jetzt? Lassen Sie mich kurz eine Sekunde nachdenken. Also ich wollte Ihnen jetzt eigentlich gerne das sogenannte Simpsons-Paradox zeigen. Wir würden uns jetzt zurücklehnen, nehmen uns alle einen Kaffee und lassen uns gedanklich auf das Simpsons-Paradox ein. Das ist allerdings ganz schön kompliziert und eigentlich in einer Viertelstunde vielleicht doch nicht zu machen. Und okay, also wir beißen mal die Zähne zusammen und machen die Kurzvariante. Ich abstrahiere etwas. Confounding. Confounding, also wenn Sie so wollen, kann ich Ihnen jetzt kein Beispiel für Mediation geben, aber ich gebe Ihnen eins für Confounding. Und zwar fast so gut. Und zwar eigentlich auch komplett. Das ist eigentlich auch für uns ein guter Einstieg, weil das irgendwo, glaube ich, relativ nah an unserer Erlebniswelt so als Psychologen irgendwie ist, diese Situation, dass ich eine gemeinsame verursachende Variable habe. Von Judea Pearl und den Graph-Theorien gibt es letztlich zwei wichtige Errungenschaften, die wir jetzt hier, die wir für uns brauchen können. Die eine hat mit der Ladder of Causation zu tun, ist eigentlich das Gleiche, aber die haben beide sehr stark mit dieser Ladder of Causation zu tun. Ich kann mit dem Graph erstens erkennen, endlich, mit bloßem Auge, huch, ich muss aufpassen, ich habe hier einen gemeinsamen, einen Confounder. Ja? Stellt euch zum Beispiel einfach mal kurz eine Situation vor, wo ihr auch noch eine Variable beobachtet habt, die ihr hier einzeichnen würdet. Das heißt, auf diesem Pfad, da ist es dann nicht so super sinnfällig, aber in dem Moment, wo man es sich aufmalt, merkt man doch, huch, es gibt von Z auch vielleicht über eine andere Variable einen Einfluss auf Y. Ja? Das ist ja wieder Mediation. Hier könnte ja noch eine Variable W sein. Und dann merkt ihr, und das ist der andere große Beitrag, oder das ist der erste große Beitrag von Pearl, dass er sagt, es gibt ein sogenanntes Backdoor Criterion. Warum nennt er das Backdoor Criterion? Weil er dies hier als einen Backdoor-Pfad bezeichnet. Und das führe ich jetzt auch hier, das ist ein wichtiger Begriff für dieses Verstehen dieser ganzen DAGs. Warum ist das ein Backdoor-Pfad? Weil er ja quasi einmal die kausale Richtung sozusagen verletzt. Sie haben das vorher auch gemacht, als Sie die Pfade aufgezeichnet haben, also als Sie alle Pfade durchgegangen sind. War auch einer dabei, wo Sie einmal quasi, haben Sie wahrscheinlich kurz gezögert, ich auch, gehen wir entgegen der Fahrtrichtung sozusagen, entgegen des kausalen Flusses. Information im korrelativen Sinne ist eben teuflisch. Die verteilt sich auch in die andere Richtung. Kausal nicht, aber wir kriegen natürlich Kovarianzen auch in dieser Reverse-Causality-Richtung. Und entsprechend ist es so, dass wir also gerade in diesem Szenario natürlich einen Einfluss von Therapie auf Outcome haben. Deshalb ist da ein Pfeil. Ja, es gibt einen kausalen Effekt, den nehmen wir an. Den wollen wir schätzen, der interessiert uns. Aber es gibt eben auch einen Backdoor-Pfad über Z. Und jetzt kommt der Trick, dass man sagt, den müssen wir schließen. Den müssen wir zumachen, diesen Pfad. Wie machen wir einen Pfad zu? Indem wir für Z kontrollieren. Das kennen wir eigentlich, das alles ist auch so Mathematik der multiplen Regression. Also die Antworten, wie wir das dann technisch machen, die haben wir sogar schon im Köcher. Das Faszinierende an der Graphentheorie oder von den DAGs ist, dass sie eben zeigen, warum das einer kausalen Interpretation wiederum gleichkommt oder warum uns das erlaubt, diesen Pfad quasi bereinigt sozusagen kausal zu interpretieren. Und dafür ist das Simpsons Paradox sehr praktisch. Das Simpsons Paradox besagt nämlich eigentlich, es gibt so eine Drittvariable, die, weil sie x auch beeinflusst, dich auf den komplett falsche Spur schicken kann. Das Ergebnis, wir können das jetzt nicht durchrechnen, aber ich zeige es euch einfach kurz. Haben manche von euch statistisches Denken oder sowas oder Fallstricke oder sowas bei Sarah Thune, glaube ich, oder Malte Wüstmann gemacht? Da habt ihr hundertprozentig über Simpsons Paradox gesprochen, oder? Ist das vielleicht gut? Würden Sie sich zutrauen, das in zwei Sätzen zu sagen? Nee, okay, gut, ist auch egal. Also das Paradox besteht darin, das Simpsons Paradox wird uns auch hier noch immer wieder in ganz verschiedenen Kontexten begegnen, besteht ganz kurz gesagt darin, wenn ich Daten, Achtung, unstratifiziert angucke, sprich, eigentlich kann ich das, muss ein bisschen abkürzen, ich weiß nichts über diese Variable Z. Ich wusste gar nicht, dass es die gab eigentlich sozusagen. Ich gucke nur einfach, was kommt raus, wenn ich in Y gucke nach den zwei X-Bedingungen. Dann kommt hier zum Beispiel raus, hier geht es um Nierensteine, dass die eine Operationsmethode ein bisschen schlechter Erfolgswahrscheinlichkeit hat als die andere Operationsmethode. Wenn du also ein Patient bist, der irgendwie Zeitung liest, dann sagt er, oh, ich muss morgen eine Nierenstein-OP machen, und dein Chirurg bespricht es mit dir vielleicht oder bespricht es eben noch nicht mit dir,
dann würdest du dich natürlich für B entscheiden, oder? Du würdest sagen, das ist, da habe ich mehr Chancen, dass das klappt. Wenn wir dann schauen in eine, wir könnten sagen ein Stratum, wem das hilft, hilft wahrscheinlich niemand, in eine Gruppe von Patienten, die kleine Nierensteine hatten, dann sehen wir aber, ui, da ist ja Treatment A viel besser als Treatment B. Seht ihr das? Ja, also 6% besser. Auf jeden Fall in die umgekehrte Richtung. Das ist besonders beunruhigend. Und bei denen mit dem großen Stein, dann muss bei denen ja irgendwie andersrum sein, damit sich das wieder ausgleicht. Nee, bei denen ist es genauso, dass die sind zwar insgesamt irgendwie alles nicht so erfolgreich, gut, große Steine, das macht Sinn, aber auch, nachdem würdest du auch sagen, ich nehme Treatment A. So, jetzt bist du eine Patientin und du weißt nur, du hast Nierensteine, du weißt aber nicht, ob die groß oder ob die klein sind. Für was sollst du dich jetzt entscheiden? Sprich, was ist der eigentlich kausale Effekt von dem Treatment auf den Outcome? Das ist die Frage, vor der du als Patient stehst oder auch als Datenanalystin in diesem Fall. Und da ist jetzt eben, sind die Graphen ein hilfreiches Tool. Das hatte ich gerade schon gesagt. Was soll also eine Patientin machen? Wieder so um so Potential oder so, so What If eigentlich. Also wie geht es mir denn nach der OP, wenn ich ja nur weiß, dass ich einen Stein habe, aber nicht was für einen? Ja? Soll ich mich auf diese Daten, also sagen aus der Allgemeinbevölkerung, verlassen oder soll ich die steingrößenspezifischen Daten benutzen? Und da können wir uns ja jetzt mal dem DAG zuwenden und können versuchen, das als einen DAG aufzuzeichnen. Was ist hier eigentlich los? Ja. Also, hier nochmal kurz. S ist die Nierensteingröße, Y, sagen wir mal, ist die Erfolgsrate, der Outcome und X ist unser Treatment, Operationsmethode A oder B. Welche Pfeile seht ihr? Welche würdet ihr annehmen? Hat die Nierensteingröße was damit zu tun, ob es ein Erfolg wird, die OP, oder nicht? Ach so, ja, ich glaube auch. Mhm. Machen Sie es ruhig im Interesse der Zeit. Sagen Sie mal alles, was Sie so denken darum. Mhm. Und wahrscheinlich haben Sie auch gerade gesagt, dass auch das Treatment sich auf die, dass die Nierensteingröße sich auch auf die Auswahl des Treatments. Genau, und darüber haben wir nämlich bisher nicht gesprochen. Und das ist natürlich die Lurking Variable, wie man manchmal auch sagt. Natürlich macht der Chirurg, würfelt ja nicht, welche Methode er benutzt, sondern es gibt eben die eine Go-To-Methode bei der einen Sachlage. Sprich, den großen Nierenstein, das ist übrigens alles ein bisschen fake, aber ihr könnt es euch vorstellen, dass es schon der klinischen Realität so oder leicht anders natürlich entspricht. Dass man sagt, natürlich würfelt man genau nicht die Operationsmethode, sondern man wählt die, die besser zum Problem passt. Das heißt, eigentlich haben wir diese Situation wiederum klassische Konfundierung. Ja? Und jetzt, das ist der Punkt, den ich heute noch machen möchte, ist dann auch eigentlich ein okayer Schlusspunkt. Zu sagen, wir können das Treatment nicht randomisiert zuweisen. Ja, aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel, wir wissen schon zu viel, also die Ärzte, Ärztinnen wissen schon zu viel über die Erfolgsaussichten der Methoden. Die wirst du nicht dazu bringen und du wirst auch keine Ethikkommission davon überzeugen können, vielleicht jetzt hier randomisiert das zu machen. Und du als Patientin, du möchtest auch nicht, dass dein Chirurg jetzt kurz würfelt vorher. Vielleicht. Also die Frage ist, wie würde es aber aussehen? What if? Imagining, ja, gehen wir auf die dritte Stufe. Die zweite fällt jetzt mal kurz aus, dass wir es echt randomisieren. Aber die dritte Stufe der Causal Ladder, die können wir doch mal einnehmen und können sagen, wie würde es denn aussehen, wenn wir sozusagen randomisieren können? Und was würde sich dann an diesem Graph ändern? Da könnt ihr auch nochmal an die Potential Outcomes denken. Was würde sich an dem Graph ändern, wenn wir das Treatment randomisieren würden? Wir hatten gerade eine Attacke mit einer schweren grünen Aluminiumflasche, aber es ist nochmal gut ausgegangen. Was ist anders, wenn ich X randomisiere? Ja. Dann gibt es diesen Pfeil nicht. Weil ich X mache, um in der Perl-Logik zu bleiben, do X, so heißt es bei ihm. Und Perl hat eben auch den Do-Operator erfunden. Der passt zu seiner dritten Stufe, dass er sagt, das Höchste wäre ja eigentlich nicht zu intervenieren, sondern das Höchste wäre ja eigentlich, sich Daten so auszurechnen, wie sie aussehen würden, wenn ich interveniert hätte. Und das macht der Do-Operator. Und ganz wichtig, wenn wir randomisieren, übernehmen wir Kontrolle. Es ist total egal,
denkt an die zwei Pfade. Dann ist nicht mehr wichtig, warum du gerne den einen Pfad runtergegangen wärst oder den anderen. Oder warum du eine Psychotherapie machst oder nicht. Sondern wir entscheiden, wir randomisieren jetzt, ob du die Therapie machst oder nicht. Damit hat nichts anderes mehr einen möglichen Einfluss drauf. Und wir schneiden sozusagen diesen Pfeil sozusagen weg. Das ist der Graph, der für die multiple Regression auch, oder was immer ihr jetzt hier gleich rechnen wollt in eurer Bachelorarbeit in so einem Fall, das ist der, der eigentlich zugrunde liegt, wenn ihr x randomisiert habt. Ja, dann darf es, wenn ihr gut randomisiert habt, darf es da keinen Einfluss mehr geben. Und damit kann man auch nochmal festhalten, die Randomisierung, die schirmt sozusagen x, das Treatment oder was immer wir randomisieren, schirmen wir ab von anderen, oft auch ganz unbekannten Einflüssen, die wir gar nicht messen konnten, wo wir nie eine Chance hatten, die fallen sozusagen weg. Das heißt, auch diese Pfeile fallen sozusagen auch weg. Die gibt's alle, mögliche Einflüsse auf X. Aber in unserer Welt haben die keinen mehr, weil wir das randomisiert haben. So, und jetzt kommt Pearl mit seinem Do-Operator und sagt, wäre es nicht echt cool, eine Art Kalkulus, also so eine Art Differentialrechnung zu finden, die das quasi simuliert. Und da steigen manche Leute aus und sagen, was du hier machst, das geht ein bisschen zu weit. Du tust so, also jetzt nicht ich, sondern Pearl, ich auch hier, du tust so, als müsste man gar keine randomisierten Experimente mehr machen. Was du hier, das klingt ja fast nach Alchemie, also irgendwie aus irgendwas Gold machen eigentlich. Wenn du sagst jetzt, Pearl, wir können eigentlich so einen Graph da oben haben, also das ist die Lage in der Welt, wie wir sie haben. Kidney Stones konfundieren uns, unsere Sachlage, und du sagst, wir könnten so tun, als ob das nicht der Fall wäre, und du sagst, ich kann eine sogenannte interventionelle Wahrscheinlichkeitsverteilung wirklich bekommen, das wäre ja cool, dann brauche ich keine randomisierten Trials mehr machen. Dann kann ich die Beobachtungsdaten, wie ich sie in der Welt bekomme, nehmen und das tun. Aber im Kern behauptet er das sozusagen. Und der eigentliche Verdienst des Do-Operators, wir rechnen mit dem ganz wenig, braucht euch keine Sorgen machen, aber der eigentliche Verdienst ist, das eben ganz, ganz klar zu machen, dass diese, sagen wir mal, die Daten, die du aus diesem Graph bekommst, sind andere, ist eine andere Joint Distribution, eine andere gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung, als diese hier, wo du sagst, Y gegeben eine Intervention auf X. Ich habe was gemacht mit X. Und dazu vielleicht noch ein Beispiel, geklaut von den Kollegen aus Tübingen, die auch sehr, sehr gute Lectures über Causal Inference machen. Die sagen nochmal einfach, das ist einfach nur nochmal die Assoziations-, die Kovarianz, die typischen Zusammenhangsdaten, die wir eben bekommen, die sehen immer so aus. Also natürlich kann ich sagen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand 100 Jahre alt wird, wenn wir auch wissen, dass er oder sie 10 Tassen Kaffee am Tag trinkt. Ja, das ist Zusammenhang. Kann interessant sein, das beides zu haben, aber es ist eine andere Ausgangssituation, als zu sagen, was ist die Wahrscheinlichkeit, oder es ist ein anderer Wert auch, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person 100 Jahre alt wird? Das ist quasi gleich der Anfang, aber nachdem wir sie dazu gebracht haben, 10 Tassen Kaffee am Tag zu trinken. Könnt ihr euch schon vorstellen, dass das eben was anderes ist. Und das ist dieses, was hier in Rot ist, das versucht Pearl jetzt eben quasi herzuleiten, dass man das durchaus ausrechnen kann. Und in so einfachen Fällen, wie hier mit den Kidney Stones und drei binären Variablen, können wir das auch tun. Ich zeige euch das nur noch kurz. Man muss aufpassen kurz. Das ist jetzt, genau. Weil nochmal, ein Patient möchte ja wissen, also welche Therapie soll ich jetzt nehmen? Und wenn ich jetzt die eine Therapie bekomme, was ändert sich dann an meiner Genesungswahrscheinlichkeit sozusagen? Das ist der kausale Pfad von X auf Y, der uns interessiert. Wir haben aber nur diese beobachteten Wahrscheinlichkeiten, die durch Z kontaminiert sind. Und es kommt sozusagen heraus aus dem Do-Kalkulus von Pearl, dass in diesem Fall das Vorgehen, was uns empfohlen wird, also die Wahrscheinlichkeit, die wir ausrechnen müssen, die sogenannte interventionelle Wahrscheinlichkeitsverteilung, einfach, Achtung, das sieht hier, da müssen wir kurz noch drüber sprechen, einfach einer, was passiert hier? Also hier ist die Wahrscheinlichkeit für Y, also dass du genesen bist, wenn du im einen Treatment warst und wenn du zum Beispiel kleine Nierensteine hattest, gewichtet mit, seht ihr das, mein ältester Trick, gewichtete Summen wieder, gewichtet mit der Wahrscheinlichkeit, dass kleine Nierensteine auftreten.
Und dann das Ganze nochmal, nur mit großen Nierensteinen sozusagen. Also was ist die Wahrscheinlichkeit zu genesen, wenn du im gleichen Treatment bist, aber die großen Nierensteine hast, ebenfalls gewichtet mit der Wahrscheinlichkeit. Was das hier macht, ist einfach nichts anderes als das, was wir Controlling for oder Adjusting in der Regressionsanalyse nennen. Wir kontrollieren jetzt hier, wir stratifizieren, könnte man auch sagen, für diese Nierenstein-Variable. Und das ist fast zu gut, um wahr zu sein. Wenn man das hier in Zahlen, man kann es einfach mal machen. Man kann sagen, okay, also Jonas, was du da geschrieben hast, Backdoor Criterion, wenn ich das für mich mal mit Wörtern fülle, dann heißt es, was ist der Erfolg, das habe ich gerade schon gesagt, dass es für mich gut ausgeht, wenn ich die Behandlung A nehme und einen kleinen Nierenstein habe und dann plus die Wahrscheinlichkeit, dass ich Treatment A nehme, dass es gut ausgeht unter Treatment A, aber wenn ich einen großen Nierenstein hätte. Das ist quasi meine Art, diese Z-Variable Nierensteine kurz mal auszubalancieren und dann mache ich dort einen gewichteten Effekt draus und dass ich quasi sage, die Erwartung der einen Therapie dann auf diese Art ausgerechnet minus die Erwartung, die Erfolgswahrscheinlichkeit unter der anderen Therapie, weil das wollen wir ja machen, darum geht es uns eigentlich. Und dann kommt raus, die Therapie A ist besser, wir haben also 4% mehr Erfolgswahrscheinlichkeit mit Therapie. Und das war Simpsons Paradox in a nutshell. Du musst in die Strata reingucken, du musst in die Gruppen gucken. Dort haben wir die Schlussfolgerung jeweils auch gehabt, dass wir gesagt haben, Therapie A ist besser. Aber wenn wir nichts wussten von den Nierensteinen hier, dann hätten wir den falschen Schluss gezogen. Zum Abschluss kann man also mit Pearl sagen, das ist der letzte Slide, was ist jetzt anders als in der klassischen Regressionsanalyse? Da machen wir das doch auch so, dass wir für... Das ist eigentlich die Antwort auf Ihre Ankova-Frage vorher. Sie hatten gesagt, ja, dann machen Sie doch eine Ankova, Herr Oblese, das ist doch kein Problem. Warum regen Sie sich so auf? Nehmen Sie die Variable doch einfach mit rein. Pearl sagt, ja, das kann mal gut gehen, dass eine Regressionsanalyse oder die Regressionskoeffizienten genau das sind, was du kausal möchtest. Aber es geht auch öfters denn nicht schief. Ja? Und you can't rely on the data alone to tell you the, in Klammern, causal difference, die dich interessiert. Und das Path-Diagramm, was du dir baust, ist immer hypothetisch, aber es sollte sozusagen alle wichtigen Informationen zeigen in deinem DAG, die du dir, die alle Variablen, die du jetzt kennen kannst. Und dann siehst du vor allem an dem DAG, das zeige ich euch dann nächste Woche an einem Beispiel aus der Psychoseforschung, aus der Epidemiologie, dass man eben, dass man kann ausrechnen, das machen wir nicht, aber man kann ausrechnen, dass Z hier in diesem Fall das sogenannte Adjustment Set war. Z, also die Nierenstein-Variable, das war jene, die wir kontrollieren müssen, um den kausalen Effekt zu bekommen. Sehr oft sind es aber dann zwei oder drei Variablen, die wir nehmen könnten. Oft reicht eine, manchmal müssen wir auch zwei Pfade blockieren. Das kann man mit den DAGs sehr schön sehen. Das heißt, wir machen immer Annahmen über unsere Daten, aber ein kausaler Graph kann uns helfen, diese Assumptions explicit zu machen. Und das, letzter Satz, Assumptions explicit machen, das ist, was sowohl die Potential Outcomes für uns tun, indem sie sagen, was du eigentlich gerade annimmst, ist, du vergleichst einen Outcome, den du kennen kannst, mit einem, den du nicht kennen kannst. Und die Graphen genauso, die Graphen helfen uns explizit zu sagen, wo wir kausale Zusammenhänge überhaupt mal vermuten. Ich danke euch. Bis nächste Woche.